Richtig schlafen gegen Rückenschmerzen. Heute zeige ich dir einen Tipp, der mir geholfen hat, keine Rückenschmerzen mehr zu haben. Und das hat leider auch oft die Ursache, wie wir uns hinlegen beim Schlafen. Das ist so eine typische Position, die absolut nicht gut ist für unseren Rücken, wenn wir zu hohe Kissen haben. Siehst du gerade diesen roten Pfeil, wie er nach oben geht? Es ist besser für den Rücken, wenn er komplett flach liegt. So verkürzen sich die Muskeln gerade auch im Nacken und wir haben sehr starke Nackenschmerzen. Also diese Position unbedingt vermeiden. Was dir hilft, einen schmerzfreien Rücken zu haben und auch deinen Nacken entspannter zu lassen, ist komplett flach zu liegen. Genau so liegen bleiben und versuchen halt die Nacht auch so zu schlafen. Natürlich bewegen wir uns auch in der Nacht, aber wenn du diese Grundstellung hast, diese Grundhaltung in der Nacht, dann wirst du merken, dass sich so vieles verbessert mit deinem Nacken, mit deinem Rücken. Diesen super Tipp habe ich von Liebscher und Bracht. Dazu gibt es auch ein Video hier auf YouTube. Die sind hier bei mir in der Nähe. Ich habe mir das Video angeschaut und habe direkt das umgesetzt und gemerkt, wirklich, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Und als Mutter mit mehreren Kindern, oft tragen wir unsere Kinder und haben schon dadurch Rückenschmerzen. Da ist es wirklich wichtig, diesen Rückenschmerzen vorzubeugen, indem wir auch nachts richtig liegen. In dieser Stellung können wir Rückenschmerzen vorbeugen, gerade was den Hohlkreuz betrifft oder aber auch Bandscheibenvorfälle. Die entstehen oft durch verkürzte Muskeln, wenn wir halt den ganzen Tag im Sitzen, ja, vom PC sitzen oder wenn wir dann schlafen, genau die gleiche Stellung haben. Die zeige ich euch jetzt. Genau in dieser Schlafposition schlafen so viele und es war meine liebste Schlafposition. Ja, so habe ich am liebsten geschlafen, da kann ich die Kinder am besten stillen und so weiter und so fort und habe es mir einfach beibehalten. Aber das ist eine Sitzposition, ja, so sitzen, wir sitzen ja eigentlich den ganzen Tag und dann gehen wir nachts ins Bett und sitzen eigentlich wieder. Jetzt schaut euch mal diese Position an, wie wir da liegen. Und das verkürzt unsere Muskeln. Wenn unser Körper, keine Ahnung, 18 Stunden im Sitzen ist, ja, ob es im Auto ist, ob es im Büro ist, ob wir schlafen, da verkürzen sich die Muskeln bei uns da an den Oberschenkeln, am Rücken. Und wenn wir dann wieder gerade sind, sind diese Muskeln verkürzt und das verursacht Rückenschmerzen, aber auch Rückenprobleme. Und deshalb ist es so wichtig, komplett flach zu liegen. Es gibt natürlich viele Menschen, die Probleme haben mit dem Flachliegen. War bei mir auch total das Problem am Anfang. Die ersten paar Tage bekommst du auch einen Muskelkater eventuell und es ist total ungewohnt. Aber du kannst es dir einfacher machen. So habe ich es am Anfang gemacht, indem ich mir einfach ein flaches Kissen genommen habe. Das hat mir die erste Übergangszeit einfach geholfen, nicht komplett flach zu liegen, weil vielen fällt es einfach total schwer. Und nochmal ein Kissen unter meine Beine. Gerade wenn ich starke Rückenschmerzen hatte, weil ich meinen, ja, Dreijährigen viel getragen habe. Manchmal kommt es auch vor, wenn sie krank sind, dass ich ihn ab und zu viel trage. Dann habe ich mich genauso hingelegt. Ja, flaches Kissen und dann nochmal eins unter meine Schenkel. Und das hat mir einfach geholfen, wirklich morgens total entspannt aufzustehen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, wenn du dich nachts hinlegst, komplett flach zu liegen. Mach das schrittweise. Du kannst dir erstmal normales, dünnes Kissen nehmen, danach gar kein Kissen und du wirst sehen, was das für Auswirkungen auf deinen Rücken hat. Du wirst viel, viel entspannter aufstehen und nicht mehr so verspannt sein morgens. Das war's jetzt zu diesem Video. Ich hoffe, ich habe dir damit wertvolle Tipps gegeben. Das erwähnte Video von dem Experten werde ich dir nochmal unten verlinken. Da kannst du es dir nochmal im Detail anhören, was er zum richtigen Schlafposition sagt. Ich wünsche dir eine, ja, rückenschonende und gesunde Zeit und bis zum nächsten Video.